Und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Ja, immer noch in der Live-Season. Beim letzten Mal, was haben wir da eigentlich gemacht beim letzten Mal? Wir haben die Wand da unten gebaut. Dann würde ich sagen, machen wir da gleich weiter, denn wir wollten ja hier unten so einen Hafen bauen. Tag übrigens an euch im Livestream und natürlich auch Tag an dich, der du das hier auf YouTube irgendwann mal guckst. Oder auch nicht. Wir machen das Ganze hier erstmal bisschen gerade, denn wir werden quasi einen Hafen bauen, der hier so an der Seite ist mit so ein paar kleinen, ja, wie nenne ich denn das? Mit so ein paar kleinen Einbuchtungen, die quasi in den Berg reinführen. Anlegestellen heißt das Ding. Ich bin halt ein Berliner, bei uns gibt's sowas nicht. Außer die komischen Leute, die da irgendwie auf der Spree rumschippern. Und denken, sie wären auf einem Ozean. Ja, im Moment sind wir eine riesige Masse an Zuschauern. Mit so viel habe ich gar nicht gerechnet, ganz ehrlich. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Nichtsdestotrotz können wir natürlich über alles Mögliche labern, wenn denn irgendeiner von euch irgendwie ein interessantes Thema am Start hat. Ansonsten labere ich dieselbe Gülle wie sonst auch. Das macht mir ja nichts aus, das wisst ihr ja mittlerweile auch schon. So, jetzt aber überlegen, wie wir das machen. Erstmal müssen wir das ja hier noch mit Steinen vertafeln. Na, hatten wir ja schon angefangen gehabt. Mit der extrem spannenden Aufgabe, das Ganze hier zu vertafeln, ja. Keine Kommentare, bitte. Ja, beim letzten Mal können wir ja darüber ein bisschen reden. Beim letzten Mal, und das hat man ja sicherlich auch gemerkt in den Videos auf YouTube und auch hier im Livestream, beim letzten Mal war ich so ein bisschen abgefressen. Das hat mit vielen, vielen Sachen zu tun, die so in letzter Zeit passiert sind. Sowohl im Livestream als auch auf YouTube, als auch in meinem Privatleben, denn ich habe in meinem Privatleben auch natürlich ein paar Sachen, die mich beschäftigen und ein paar Probleme, also Erwachsenenprobleme, wie man so schön sagt. Früher haben wir immer gesagt, Erwachsenenprobleme. Heutzutage sind Erwachsenenprobleme halt so das Gängige geworden in meinem Leben, denn irgendwann ist es passiert, irgendwann bin ich ein Erwachsener geworden. Auch wenn ich mich noch irgendwie dagegen wehre. Aber da kannst du nichts machen. Irgendwann wirst auch du, ja, du wirst ein Erwachsener sein. Naja, und dann hast du mit Problemen zu kämpfen und musst dich um dies und das kümmern. Und das Ganze hat mich ein bisschen sehr beschäftigt und so ein bisschen runtergezogen, die letzten Tage und letzten Wochen sogar. Ich versuche natürlich immer, dass man das irgendwie nicht mitbekommt. Aber ich glaube, wenn man den Kanal schon eine ganze Weile verfolgt, dann hat man das Ganze schon so ein bisschen mitbekommen. Nicht nur hier bei Minecraft, sondern auch in jedem anderen Projekt. Man ist halt auch nur ein Mensch, ne? Ja, aber das Ganze hat sich jetzt so ziemlich geklärt. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen wieder die Luft frei. Und ja, das ist cool. Da ist meine Laune auch direkt wieder steil nach oben geschossen. Und ich denke mal, das wird man auch in nächster Zeit dann in den Videos merken. Natürlich habe ich viel, viel im Voraus aufgenommen. Deswegen darf es nicht von heute auf morgen so sein, dass ich da wieder. Aber naja, es ist ja auch nicht so, dass jetzt extreme miese Stimmung herrscht in den Videos. Ist halt nur für mein Empfinden ein bisschen weniger, wie auch immer man es nennen möchte. So, gucken, dass wir das jetzt hier alles irgendwie weggeschlagen bekommen. Während meine Nachbarn oben auch irgendwas schlagen. Vielleicht gehe ich nachher hoch und schlag da auch irgendwas. Nein, natürlich nicht. So. Das ist ein ernsthaftes Problem, was wir hier haben mit der Tiefe des Wassers hier. Denn eigentlich müsste ein Hafen ja ziemlich tief sein, so ein Hafenbecken.
Aber das haben wir hier nun mal nicht gegeben. So, jetzt habe ich überlegt gehabt, wie wir das hier ein bisschen tiefer alles bekommen. Da wäre natürlich eine Idee, das irgendwie zu sprengen. Das Problem ist einfach nur, dass du unter Wasser ja nichts sprengen kannst. So viele ich weiß. Aber was weiß ich schon, hm? So, zack, zack, zack. Das haben wir. Ach, da vorne fehlen noch. Ja, wir machen das Ganze hier, wie wir es sonst auch immer machen. Wir nehmen hier im Livestream ganze 6 Folgen auf. Für euch auf YouTube ist das völlig irrelevant, denn ihr bekommt ja jeden Tag euer Minecraft-Video, aka das einzige Spiel. Und ich suche wie immer hier die bemoosten Steine. Die finde ich nie. Irgendwie finde ich sowieso nie irgendwas. Das sind ja dieselben, ne? Selbe bemooste Bruchsteine, oder? Ja. Das setzen wir jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß noch nicht, wie genau wir das bauen, aber wann wusste ich jemals irgendwie irgendwas, was wir bauen? Wir machen ja einfach. Und dann machen wir wieder alles weg und machen wieder alles hin. Und wenn wir das gemacht haben, dann gefällt es uns nicht und wir bauen eigentlich was ganz anderes. Getreu diesem Motto werden wir natürlich auch heute wieder loslegen. So, das sieht richtig schön scheiße aus. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Vielleicht können wir anstattdessen hier so einen Fichtenbaumstamm hinlegen, der das Ganze so quasi abstützt. Haben wir denn? Haben wir. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wie reingekackt und hingeschissen aussehen. Oder hingekackt und weggeschissen. Weiß ich auch nicht mehr, wie man das sagt. So, zack. Das hier ersetzen wir auch nochmal aus durch Stein. Aus Stein, durch Stein, mit Stein. Mit Stein hört sich schön an. Und dann machen wir hier oben das so. Ich habe keine Ahnung, wie das gleich aussehen wird. Wahrscheinlich richtig schön schlecht. Obwohl, was, naja, obwohl das, ja, kann man schon mal so machen. Und hier hauen wir dann quasi einen Weg rein, wo man mit dem Schiff in den Berg rein fährt. Das hatte ich im letzten Livestream irgendwie im Chat gelesen gehabt, dass jemand gesagt hat, ey, bau doch da Zeug. Wir machen hier mal hell. Ja, ich bin heute ein bisschen durcheinander, ein bisschen durch Wind, weil heute alles viel knapper läuft, als ich es eigentlich alles geplant habe. Das wird euch aber kaum betreffen hier, denn wir machen ja, wie wir es immer machen. Würde das etwas dunklere Schwarzeichenholz nicht besser aussehen? Meinst du? Schauen wir mal. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir überall ja schon Fichte benutzt haben. Aber das sieht besser aus an der Stelle, da hast du schon recht. Den Punkt gebe ich dir. Aber warte mal, wir haben das hier drüben beim Tunnel, haben wir das auch mit Fichte gemacht, ne? Warum haben wir es da nicht mit Dings gemacht? Mit Dings, weißt du Bescheid, ne? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage, warum wir das da nicht mit Schwarzeichenholz gemacht haben. Das holen wir jetzt nochmal nach kurz, das geht ja schnell. Zack. Ja, ansonsten kann ich ja erzählen, was gibt's Neues? Nichts. Außer eine lustige Beobachtung von mir. Und zwar,
den Kanal und die Let's Plays betreffend. Und zwar habe ich ja jetzt anstatt zwei Projekten habe ich ja jetzt vier Projekte. Und seitdem ich vier Projekte habe, hat sich die Zuschauerschaft geviertelt. Also vier Projekte und viermal so wenig Zuschauer wie vorher. Das ist auf jeden Fall mal eine Beobachtung von mir geworden. Ich denke mal, das hat erstens damit zu tun, dass es natürlich die Minecraft PS3 Playlist nicht mehr auf dem Kanal gibt, wodurch jetzt viele sauer geworden sind und einfach mal gar nichts mehr gucken. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich werde auch total sauer. Nach wie vor übrigens eine Entscheidung, die ich nicht bereue. Ich würde sie jeden Tag nochmal so fällen. Bin da sehr zufrieden mit. Und ich glaube, dass die Leute, die gerne auf dem Kanal tatsächlich was angucken, dass die sich jetzt, dadurch, dass wir jetzt vier verschiedene Projekte haben, also vier sehr verschiedene Projekte, ne? Wir haben jetzt ein RTS, wir haben ein RPG, wir haben, was haben wir noch, ein FPS, das sind schöne Abkürzungen, ne? Braucht man nicht mehr aussprechen, das Ganze. Und ich glaube einfach, dass die Leute sich jetzt quasi auf Projekte verteilen, die sie tatsächlich interessieren. Also, dass die Leute, die sagen, hey, ich guck mir aber am liebsten so Sachen wie Skyrim an, dass die jetzt wirklich Skyrim gucken und das andere nicht so. Und. Ist auf jeden Fall interessant. Ich bin da sehr interessiert dabei. So, daran. Sehr interessiert dabei, mir das Ganze zu beobachten. Was für ein Scheißsatz ich da schon wieder rausgekotzt habe. So. Ja, so sieht das gut aus. Müssen wir wieder beleuchten. Ja, aber mir gefällt es sehr gut. Die Projekte, die ich angefangen habe, machen mir sehr, sehr viel Spaß. Sowohl beim Aufnehmen, als auch beim selber mal reingucken und mit dem Kopf schütteln und mir denken, Alter. So, jetzt wollen wir aber den Tunnel mal Tunnel sein lassen, denn wir wollen ja eigentlich hier oben bauen. So, ach genau, da unten waren wir. Jetzt habe ich überlegt, was haben wir denn gemacht gehabt? Hier geht es quasi also ein Stückchen in den Berg rein. Jetzt bin ich natürlich extrem erfahren, was diese ganze Schifffahrt und so angeht. Ich will hier vorne noch ein bisschen was bauen, wo man langläuft. Ich weiß bloß nicht, wie das heißt. Eine Kaimauer, heißt das so? Ist auf jeden Fall ein Wort, was ich mal gehört habe. Kaimauer? Piermauer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kein Durchblick. Mir fällt bloß gerade auf, dass wenn du hier mit dem Boot reinfährst, muss das Boot echt klein sein. Genauso wie dein neues Hobby, deine Abozahlen angucken. Ja, das macht auch sehr viel Spaß. Die Abozahlen, das ist ja das Lustige, ne? Für euch kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für die meisten, die irgendwie auf dem Kanal sind, sieht man ja bloß, okay, die Abozahlen gehen immer ein bisschen hoch. Ne? Ist mal rasanter, mal weniger rasant. Und es sind ja viele Abonnenten dazugekommen. Das stimmt ja auch alles. Aber es sind auch viele Abonnenten gegangen. Also ich glaube, ich habe letztens mal reingeguckt. Seit Januar bis jetzt sind, oh Gott, jetzt habe ich die Zahlen gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, von Januar bis jetzt habe ich ungefähr so, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 900 Abonnenten dazu bekommen. Also das, was man tatsächlich sieht, sind 900 Abonnenten dazugekommen. Und unterm Strich sind es aber wohl knapp 2000 Leute, die den Kanal neu abonniert haben. Dafür sind aber auch knapp 1000 Leute vom Kanal weggegangen. Also Leute, die gesagt haben, die Abo. Ne? Also damit ihr mal so Zahlenübersicht habt, wie viel sich da verändert. Ne? Also knapp 1000 Leute haben seit Januar den Kanal deabonniert. Was ja auch okay ist, ne? Wenn man sich das nicht mehr angucken mag oder so. Oder sagt, was ist denn das für ein Arschloch?
dann kann man das schon mal machen. Dislike, De-Abo. Zack, zack, zack. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich das hier baue. Auf jeden Fall haben wir ja gesagt, wir wollen hier noch so einen Weg bauen. So, aber ich glaube, das muss dann eins hören, ne? Ne? Keiner weiß, was ich bauen will, aber... Ne? Sag doch mal, ist richtig, ne? Zack, 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 zack. Ja, wird sich zeigen, wie wir es bauen. Wahrscheinlich muss ich hier noch ein bisschen nach drüben, wenn ich das hier lang bauen will. Vor allem hätten wir uns die Steine da sparen können. Ah, ist ja scheißegal. Ist ja Kreativmodus, ne? Da kann man ja schon mal bauen. Ich hatte das Gefühl, da fehlt ein Stein. Huch! So. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen flach aus hier. Das sieht nicht nur ein bisschen flach aus, das ist ein bisschen flach. Aber wir hatten ja eh die Decke immer aus Stufen gemacht, ne? Die sind ja auch irgendwo. Aber die suchen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende dieser ersten Folge und ich hau einfach zweimal voll gegen den Mikrofonständer. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann schau beim nächsten Mal wieder rein, dann geht's hier weiter mit dem Bau. Tschüss!